Jo, meine Freunde, herzlich willkommen hier wieder zurück zu einem weiteren Counter-Strike Global Offensive Case Opening. Und ihr seht, wir haben viele Operation Phoenix Kisten und genauso viele Schlüssel, insgesamt 15 an der Anzahl. So viel machen wir aber nicht, wir machen ja bloß 5 Stück, ne, weil ja jeder ein bisschen was davon haben. Und ja, versuchen wir einfach mal unser Glück, würde ich hier sagen, in den 15 Kisten. Kann ja was Gutes drin sein oder man kann was Schlechtes drin sein. Was mich da wohl mehr noch interessieren würde, wäre die AWP Asimov, die Carmelon. Gut, die habe ich mittlerweile selber. Die ist auch ganz ehrlich dafür, dass es eine rote Knarre ist, absolut nichts mehr wert. Aber egal, wir versuchen unser erstes Glück hier. Und dann werden wir ja hier Ryder sehen. Oh, shit, anderes Deathrack vorbei. Schade. Dafür aber eine Mac-10 Hard, kennen wir aber schon, ist ja jetzt nicht so besonders. Weil öffnen. Warte hier. Ja, die Nummer 2. Ja, und Hauptsache nur Corporal in Statrack. Cool. Warum man überhaupt diese Funktion an solchen billigen Waffen voranübt, ich werde es nie verstehen. Wenn ich ehrlich bin. Schlüssel Nummer 3. Ja, gut, machen wir mal hier weiter. Und eine, komm, eine UMP-45. Hätte ich ja jetzt schon gerne gehabt. Nö, ist aber nicht, sagt er. Mac-7. Ja, die sieht dann auch noch so scheiße aus, du. Nächster Schlüssel. Zwei Kisten haben wir noch. Welche nehmen wir? Wir nehmen einfach die hier. Let's go. Nova Antique. Sehr schön, ne? Schöne Waffe. Sehr schöne Waffe. Sieht nach Mini-Milbrea, ne, oder? Ach, die sieht ja noch schlechter aus. Halleluja. Einsatz erprobt oder vom Kampf gezeichnet. Müssen wir später mal gucken. Also gleich auf Deutsch übersetzt. Aber ich habe schon wieder das schlechteste Material gezogen hier. Und der nächste, da war schon am Anfang was Rotes, das war die Asimov, das wird dann leider nix. Und eine Negev Train, Taran, je nachdem, die Waffe, die am beschissensten aussieht, hurra. So, dann mal kurz hier von der Phoenix weg, erworben, die ist Einsatz erprobt, ja, es ist natürlich Einsatz erprobt. Nicht so geil, aber ist kein Problem. Wir traden den ganzen Müll gleich mal auf. Vielen Dank. Ein U, ein L, ein A und ein F. Kann man nicht so schön erkennen. Egal, ich hätte gern das hier drin. Und das stimmt auch. Und ja, ich bin mittlerweile Silber Leadermaster. Man stellt sich's kaum vor, oder? Mit Privatspielen. Nova 1 ist real. Also ich hab's natürlich nicht verdient, das ist richtig, ne? So, und wir kriegen eine PP Bison Urbis raus. Okay. Sie sieht auch nicht schlecht aus, hab ich leider Gottes schon, aber halt als Minimalware, warum nicht? Auch nicht verkehrt, auch nicht verkehrt. Statrack-Waffen habe ich noch hier. Okay, gut, meine Freunde, das heißt, wir sind... Hoppala, ja, ist richtig. Wir sind damit hier erstmal raus, ich bedanke mich und ja, bis dann, haut rein, ciao.